Hallo, es geht weiter mit dem Bussimulator. 1,7 Millionen ist unser Geschäft mittlerweile wert. Wir haben 16 Busse auf 12 Strecken. Davon ein Erdgasbus, kein Gelenkbus. Schon fast 5 Stunden sind wir gefahren. Auch gut. 19 Bushaltestellen haben wir noch. Oh. So. Streckenplaner. So, die haben wir beim letzten Mal gemacht. Die ist jetzt auch hinzugefügt. Aber dann machen wir hier eine neue Strecke. Und zwar nehmen wir hier, wir dürfen maximal 12 Haltestellen, 4, 5, 6. Nehmen wir hier nochmal alle mit. Und dann geht es jetzt hier los. 1, 2, 3, 4, 5 oder 5? 5. 1. Ah ne, die hier oben können wir nicht rein. Die ist so in der. Ja, genau. Aber dann werde ich hier oben wenigstens nicht geblitzt. Gut. Machen wir genau so. Wir gucken mal an die 20 Minuten. Fahrt beginnen. Und wir nehmen wie immer unseren neuesten. Können wir uns keinen Bus kaufen? Die kosten noch 100.000, ne? Garage, Shop, Bus kaufen. Du hast nicht genug Geld, um diesen Bus zu kaufen. Hey, ich bekomme jede Woche Hunderttausende Euro. Wenn dein Kontostand weniger als 150.000 beträgt, ja. Sagt meine Bankberaterin auch, dass ich keine 150.000 abheben kann. Toll! Ihr steckt doch alle unter einer Decke. So, Lukwurm-Wursnitzer. Den, ich habe überhaupt keine Ahnung. Stöcks, Stöcks, Stöcks. Stöx. Den Stöcks-Bus lassen wir hier stehen. Den nehmen wir, lassen wir nicht stehen. Den nehmen wir mit. Das ist unser neuer Bus. Wir wollen immer neue Busse fahren. Ich muss mal meinen Sound was lauter machen. Habe ich Licht an? Ja. Ich habe Licht an, ja. Oh, der ist direkt viel wendiger als die anderen. Quietschendem Reifen, aber mit heißem Herzen. Na. Ich bin gerade überlegen, was wir denn eigentlich danach spielen. Wir haben ja gerade haben wir, wir spielen mal zwei Spiele parallel, ja. Habt ihr vielleicht gemerkt, sind Airport und jetzt ein Bussimulator. Aber Es was ist viel kommt zu heiß danach? draußen. Also möchte man nochmal so einen Truck-Simulator, aber möchte mich überhaupt nochmal jemand fahren sehen? Wir haben noch den Landwirtschaftssimulator, hätten wir auch zur Auswahl. Was nach Sim Airport kommt, weiß ich ganz genau. Danach wird Dawn of Man kommen. Weil ich ja immer unheimlich gerne Aufbau- und Simulation spiele. Vielleicht kann man auch noch mal so ein City Skylines reinbauen oder sowas. Da gibt es ja jetzt jede Menge Add-ons. Da würde ich dann als erstes eine normale Stadt bauen und dann immer die Add-ons nach und nach reinholen. Oh, Hilfe! Oh, habt ihr das gesehen? Die hat umgedreht, hat mich gesehen und ist dann wieder zurückgelaufen. Alter Schwede. Ja, glaubt ihr nicht, ich kriege ein Trauma? Das wäre schon der zweite Mensch, den ich überfahre. So auf Dauer macht das verrückt, Menschen zu überfahren. Ja, wo war ich stehen geblieben? Oder wollt ihr mal was ganz anderes sehen? Das geht ja auch. Ich bitte von AAA-Spielen abzusehen.
Wobei ich auch Lust hätte auf Transport Fever. Also da wird beides bedient, meine Lust auf große Maschinen Tschüss. und meine Lust auf Aufbau. Dann hätten wir den anderen in Anführungsstrichen Slot frei. Ich habe ja nicht so viel Zeit. Was spielen wir als nächstes? Was tun als nächstes? Oh, Landwirtschaftssimulator spiele sieh ich dir das an. ja Ist so das schon sehr nicht gerne. wunderschön? Aber Landwirtschaftssimulator wird zu langweilig sein, glaube ich. Also da passiert einfach 5 Stunden manchmal gar nichts. Da wird dann nur rumgeheizt auf den Feldern und irgendwelche Ernten eingeholt. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ah ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass viele Leute das Spiel sehr, sehr langweilig finden werden. Deswegen lassen wir das dann sehr wahrscheinlich aus, außer ihr wünscht euch das natürlich. Aber das Problem ist, ich bin halt auch wirklich kein guter Spieler. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, man nimmt dann schon mal ein Auto mit oder sowas. Wir können auch mal ein Rennspiel spielen. Auch schön, Formel 1 oder sowas, finde ich auch geil. So. Ich kann das Wochenende kaum Aber was ist erwarten. mit euch? Worauf habt ihr denn Lust? Ich hätte jetzt gedacht, ich kann meinen diesen anderen Bus da überholen da vorne. Hey, lange nicht gesehen. Oh, hi. Können wir mal Ja, stimmt. Echtzeitstrategie ausprobieren. Letztes Mal war. Genau. Ja, genau. Damals, das war als, Ja, echt schön, dich zu sehen. Ich wünsche dir was. Hätte ich gewusst, dass der gerade ausfährt, ne? Der Pimmock. Nur $500 sparen können. Da kam schon mal ein bisschen was schnell um die Kurve geradelt. Du auch. Boah, das wird gleich ätzend, hier rauszukommen. Das hat er gemeint. Aber mich würde halt mal interessieren, was gerade die Leute, die zuschauen, was die gerade spielen. Also lasst mal einen Kommentar da. Schreibt mir was Schönes. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Also an Dawn of Man gibt es auf jeden Fall nichts zu rütteln. Das ist schon gekauft. Wow. Da hatte ich Bock drauf. Bis dann. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Hier. Was? Ach so. Hier. Geil. Dass sie sich auch fragen, was ich von denen möchte. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Was möchte wohl der Typ in der Hotdog-Hose? Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Ja, Mädchen, lass einfach laufen. Ich verkaufe das den anderen Leuten als Sitzheizung. Genau. Natürlich genau pünktlich raus, Hab ich ich habe mich schon schon ihre gedacht. Fahrkarte Tut mir gesehen. leid, ich muss sie verloren haben. Echt jetzt, Junge? Du hattest gerade so ein Glück, dass ich dir vorbeigelaufen bin. Du hättest aussteigen können. Also es gibt auch Leute, die sind es einfach selber schuld, ne? Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Eine rosa Kuh?
Da müsst ihr doch mal aufpassen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich was von einer rosa Kuh höre hier. Oh Mist, ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Was ist gegen Pizza eigentlich als Abendessen einzuwenden? Oh, ich hätte jetzt mal wieder richtig Lust in so eine richtig schöne Pizzeria. Und dann eine Spaghetti Bolognese. Eine Pizza Bolognese. Ich glaube, ich werde krank. Also ohne Spaghetti, nur die Bolognese-Soße drauf. Das ist mega. Komm, das kommen wir noch vorbei. Dankeschön. Dass wir aber heute vom Essen reden wollen. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Absolut. Weil ich dann ja jetzt gleich auch mal kochen muss. Auch schön. Auch wenn ich keine Lust habe zu kochen. Klar. Hier, bitte. Hier. Hallo, guten Tag. Es sind noch 40 Plätze ungefähr frei, aber ich stelle mich genau mit meinem Hintern vor Sie. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. So, wenn ihr eine da lange Fahrt, fahr ich geradeaus. Dann laufen wir schneller bin als hier. Das Huhn da gerade die Straße überquert. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin, Nachdem ich die letzte Folge auch wieder überzogen habe mit 40 Minuten, werden wir hier nach nochmal so eine kurze Strecke fahren. Einfach um ein bisschen was Geld zu verdienen. Und dass wir uns auch langsam mal so einen Knickerbockerbus kaufen können. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Ach, das hat er gemeint. Hätten wir es doch schon fast. Och nö, mein Akku ist schon wieder leer. Oh, so ein schöner Tag. Na klar. Was? Ah, ach so. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Entschuldigen Sie, junge Frau. Hier ist die Fahrkarte. Und die coolen Haare, die hat eine coole Haarfarbe. Aber gerade richtig, richtig schnell, ne? Echt jetzt? Absolut pünktlich. Danke sehr. Tschüss.
Bis dann. Hier, bitte. Oh, tut mir... Hier. $1200, weil mein Rad den Randstein berührt hat, ne? Also, da wisst ihr Bescheid. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird hier wieder zurückkommen? Zu heiß draußen. Na klar. Hier, bitte. Hier. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Ach, wie ätzend. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar, ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Jetzt geht's los, ne? Jetzt ist der Verkehr frei, toll. Oh, ärgert mich das. Wie gesagt, wir sollten nur noch nachts fahren. Danke, dass Sie pünktlich sind. Sehr gerne. Ich bin sehr gerne so pünktlich. Tschüss. Und ich habe auch überhaupt nicht für 2.500 Euro schon mein Auto kaputt gefahren heute. Tag. Ich liebe die Sonne. Na klar. Hier, bitte. Hier. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Boah, ist aber Tag der Schwarzfahrt. Schon der dritte, ne? Aus dem alten Sägewerk, den ich bedient. Boah, gestern war es super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und habe dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Na du Glückspilz, ich musste gestern arbeiten. So, und steck mal alle aus. Ich will mir das alte Sägewerk auch mal angucken. So. Lauf ich überhaupt in die richtige Richtung? Ich habe mir das vorgestellt, dass es hier ist. Ja, ich laufe in die richtige Richtung. Sehr gut. Präsentiert von FNM. Warte, wir gehen gleich mal. Ah, guck mal, Still Alive, das sind die Studios. Aber ich würde gerne wissen. Ne, man kann nicht springen. Wir gehen da hinten mal nachgucken.
Okay, hier ist Karte zu Ende anscheinend. Ja, hier ist die Karte einfach zu Ende. Wir können hier so am Kartenrand durch den Wald laufen. Super, es ist halt Bäume. Kommt hier nochmal irgendwas Erwähnenswertes? Wobei das hier eigentlich. Ich geh mal runter an den Fluss. Ich brauch schon so Pfeil und Bogen oder so. Flrrr, dann könnte ich mir ein Kaninchen schießen. 1, 2, 3 Kaninchen. Okay, aber ist auf jeden Fall noch alles modelliert. Ist auch ein Feldweg? Der Feldweg wird auch wieder ans Ende der Karte führen, wahrscheinlich. Vorstellen, dass da hinter den Steinen dann nicht mehr weitergeht. Das ist ein Zaun. Schönheit der Natur einfangen. Sehr gut, dann mache ich mir nicht mehr anzugucken, wie der läuft. Spätestens da hinten, da sehe ich, dass es die Farbe gewechselt hat ein bisschen was. Bis hinter den Horizont und noch viel weiter. Für ein Monolith? Der Obelisk des Lichtes. Und da hinten ist auch noch eine Gedenktafel. Oh, hier auch. Um das Lama zu reiten, musst du die mysteriöse Karotte im Buchstabenfeld finden. Lern dessen Namen schnellstmöglich abzufahren. Und das Lama an seinem zuletzt gesehenen Ort treffen. Okay. Aber wo wurde das Lama denn das letzte Mal gesehen? Hier steht auch noch was. So. Wird wahrscheinlich in irgendeinem Feld, wo Buchstaben drin sind, wird wahrscheinlich irgendwie eine. So. Ohne zu sentimental zu klingen, danke, dass du hier vorbeischaust und jede Ecke des Spiels ausgekundschaftet hast. Ich hatte eine Menge Spaß, diese riesige Welt zu bauen und hoffentlich auch du während deiner Erkundung. Das wär's von meiner Seite und vielen Dank für den ganzen Fisch. Ja, genau, wir kriegen sonst nur Delfine. Goodbye and thank you for the fish.
Okay, Buchstabenfeld. Hier vorne sind so Felder. Hier sind überall Felder, Mist. Also ich denke mir mal, dass das irgendwie ein Buchstabe ist und wenn dann da ein A steht, musst du irgendwie ein A abfahren. Voraussichtlich. So. Jetzt komm her, ne? Ich habe jedes Mal Angst, dass wenn ich so ein großes Ding runterspringe, dass ich dann sterbe. So, kommt, ich wollte noch zum See und dann machen wir Ende. Da vorne ist wieder die alte Sägemühle, also müssen wir hier runter. Ja, wie gesagt, tatsächlich alles noch modelliert. Hoch runter. So, aber wo ist das Lama? Muss ich gleich mal googeln. Lama fahren. Und dann ist Seaside Valley. Oh, man hat aber eine weite Sichtweite eigentlich, ne? Dann ist irgendein Hotel oder sowas. Alles gut hier, man kann auch nicht aus Versehen ins Wasser fallen, außer natürlich, wir gehen da hinten lang. Ich wollte doch nämlich aus Versehen ins Wasser fallen. Ah ne, ist alles umzäunt, okay. Ach, schön ist das schon, ne? Ich habe ein bisschen was Angst, End zu drücken. Oh, guck mal, ich kann ins Wasser glitschen. Nein, kann ich nicht. Oh, aber ich bin gefangen. Bin ich gefangen? Ich bin gefangen. Nein, ich bin nicht gefangen. Okay, ich wollte gerade Ende drücken. Ja, ich glaube auch, dass wir hier die Ecke dann mal beenden können. So, zweimal Kollision? Wir sind zwei Kollisionen. $1,400. Ja, wir kaufen uns mal einen Bus. Zwei Busse können wir uns kaufen. So, schon. Machen Bus kaufen. Ja. So. S mit T 120 und die grüne Werbung anwenden und hier auch KS mit T 121 und auch wieder grüne Werbung anwenden. So. Bam, 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 bam. Da müssten wir zwei Leute einstellen. Die ist Profi und die ist laktoseintolerant.
und hält sich für einen großen Zauberkünstler. Perfekt. Genau das, was wir brauchen. So, dann weisen wir hier eine Fahrerin zu. Und einen Bus. Schließlich machen wir uns für das nächste Mal, bauen wir uns schon mal die Straße. Alle Bushaltestellen benötigen Level 3. Okay, das kriegen wir hin. Hauptbahnhof Agriculture Industry Zone. Okay. So, wir kommen hier raus, fahren hier lang. 1, 2, 3. Müll. 1, 2, 3, 4. So. Fahren hier rein. Da raus. Und halten hier am Zimmermanns Tor. So, optimieren. Speichern. Und noch Fahrer zu weisen. So, dann werden wir die Strecke in der nächsten Folge nochmal abfahren. Wir sehen uns dann und ich freue mich schon bis zur nächsten Folge. Tschüss.